Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Ihr seht hier schon, wir haben hier zwei Pakete. Wir fangen einmal mit dem kleineren an. Ich stelle das größere nochmal runter. Und ja, da ist ein bisschen was drin. Deswegen habe ich gedacht, ach, ich mache einfach mal wieder hier so ein Unboxing-Video, ne, wo wir einfach mal so ein bisschen auspacken. Ja, so, machen wir erstmal die Unterseite. Ich hoffe, ich mache da auch nichts kaputt. Messer lassen wir mal so liegen. Das brauchen wir gleich nochmal. So, da ist ein bisschen Papier. Ja, wir haben mal wieder hier was vom Self-Bonded Shop. Und zwar wurde ich da aufmerksam gemacht, dass es da spezielle Handschellen gibt. Ja, und die gucken wir uns mal an. Die sollten nämlich hier drin sein. Und noch eine kleine Überraschung. Das ist hier komplett. Ja, das ist komplett verpackt. Also verpackt ist es schon mal ganz gut. Ja, und hier haben wir so ein bisschen was Schickes. Na gut, ist auch nur Verpackungsmaterial. Darf kaputt gehen. So. Packen wir erstmal weg. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal was Spezielles. Das gucken wir uns zum Schluss an. Und hier haben wir drei Paar Handschellen. Das eine Paar Handschellen sogar hier in einem Holster. Da gucken wir mal zuerst rein. Das Holster, ja, ist natürlich ganz nett. Man hat hier eine große Schlaufe, kann man einen Gürtel packen. Passt auch an breitere Gürtel. Ich bin jetzt nicht so der Holster-Fan. Ist natürlich einfach, ja, wie so ein kleines Etui, ne? Mehr ist das nicht. So. Und hier haben wir, bin mal vorsichtig, nicht, dass hier irgendwas zerkratzt. Das ist auch schon so schön verpackt, dass es eben nicht zerkratzt. Hier haben wir Handschellen. Die erinnern sehr, sehr stark an die Nextorch, sind aber keine Nextorch. Hier steht K1JD240101 drauf. Was das auch immer heißt. Ui, wir haben hier auch eine spezielle Schlossfalle. Ich glaube, das schreit mal nach einem Vergleichsvideo für die Nextorch-Handschellen. Also sie sehen fast genauso aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schlüssel ist auch sehr ähnlich. Da muss ich wirklich mal gucken. Ja, wir haben hier einen 3-Bart-Schlüssel. Ja, und das Ganze in Schwarz. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig, dass es hier nicht zerkratzt. Ich weiß nicht, wie empfindlich die Dinger sind. Hier haben wir die Farbe Gold. Oh, die sind auch hier drin schön verpackt. Das ist gut. Das ist selbes Design. Ich habe auch wieder eine Seriennummer aufgebracht. 031869. Also auch wieder K1JD. Cool. Natürlich auch wieder hier die drei Schlossfallen. Also das ist auch schon, ja, es ist eine Asien-Handschelle, aber für den Preis, also jetzt 39,90 hier pro Paar gekostet, ne, im Shop. Ich hoffe, er macht es nicht teurer, dann passt der Preis nämlich nicht mehr. Hier haben wir, oh, was haben wir hier? Pink. Pink. Ja. Goldpink, würde ich fast sagen. Ne? Also sehr dezentes Pink. So Pink, Metallic, ganz, ganz leicht. Ist auch okay, ist natürlich wieder genau dasselbe. Zwei Schlüssel dabei. Und wie gesagt, da werden wir mal ein Foto, ein Video machen, separat, indem wir das mal vergleichen mit den Nextorch-Handschellen. Ja. Ja, cool, da freue ich mich schon mal. Ja, und als nächstes haben wir hier hinten dann noch ein weiteres Make It Rig It Bauteil. Oh, da ist sogar schon was rausgefallen, aber ihr habt hoffentlich noch nichts gesehen. ja, für ein Scharniermodell, für ein Kettenmodell 13, also für eine Kluse Nummer 13, um die quasi von Kette auf Star umzubauen. Hier wird das Ganze wieder mit Schrauben verschlossen. Und hier ist was Besonderes. Hier ist nämlich dieser Schlitz drin. Und dafür gibt es dann diesen Einsatz. Kann man das natürlich hier so reinstecken, das passt nicht ganz, aber andersrum wird ein Schuh draus. Hier hinten, das verschwindet dann sogar hier komplett drin, ist also wirklich plan. Und hier guckt das Ganze quasi als Öse raus. Und da kann man das jetzt natürlich festmachen an irgendwas. Ne? An irgendeiner Bauchkette oder irgendwo an der Wand oder was weiß ich, was man da oder an was weiß ich, ne? Wo man das eben gerade festmachen möchte. Ja, das ist ganz cool. Ist auch hier wirklich ganz
ausgeklügelt gebastelt. Schlackern, ne? Schlackert auch nicht wirklich was. Das ist schon schön gemacht. Ja, so sieht das innen aus. So wird das hier durchgesteckt. Also wir haben natürlich hier so eine etwas breitere Einführung als hier hinten. Dadurch bleibt das dann plan hier stecken. Na, ja, das ist wirklich toll gemacht, muss ich schon sagen. Da gibt es aber ein separates Video, wie ich das um eine 13er drumherum baue. Und ja, dann seht ihr das natürlich auch nochmal. Ja, das dazu, wie gesagt, hier Self-Bonded Shop oder Kinky Cuffs Berlin bei Etsy, so heißen die. Da gibt es das Ganze ja, zu käuflich zu erwerben. Und dann habe ich noch ein kleines Paket, naja, oder ein großes Paket. Das machen wir jetzt hier nochmal in eins. Ihr seht das gar nicht ganz, ne? Da muss ich euch hier nochmal ein bisschen hochfahren. So, da gucken wir jetzt auch mal rein. So, wieder mit unserem Messer. Ich versuche mich mal nicht zu verletzen. Ist jetzt auch nicht das beste Messer, aber ich habe das Cuttermesser gerade nicht hier in der Nähe und hatte dann schon den roten Knopf gedrückt. So ist das manchmal. So. Ja, schauen wir mal, was wir hier so Schönes drin finden. Außer Pappe. Oh, da kommt schon was mit einer Kette zutage. Und ganz viel lustigem Kram, womit man sich die Bude voll schmeißen kann. Nein, das lassen wir natürlich. So, ich versuche das hier mal so ein bisschen abzufummeln. So, hol das hier mal raus. Hier haben wir noch was Kleineres. Und dann ist hier sicherlich noch was drunter. Oh, da ist sogar ein Brief drin. Aha. Okay. Gut, den lese ich aber privat mal durch. Vielleicht ist das auch Fanpost. Nein, keine Angst, ich habe für die Sachen was bezahlt. Aber auf einen Brief war ich nicht vorbereitet. Den gucke ich mir selbstverständlich an. Ja, und wie es so ist, jetzt ist natürlich trotzdem ein bisschen was daneben gefallen. So. Dieser Kleinkram ist immer nicht so schön. Ja, dann fangen wir mal an. Wir gucken erstmal hier in das kleine Zeug rein. Ich hole euch wieder ein bisschen runter. Ihr wisst, ich schneide ungern. So, hier haben wir einmal etwas Handschellenmäßiges. Ja. Es sieht aus wie eine Hamburger 8. Allerdings, also funktioniert auch wie eine Hamburger 8. Geht zusammengeklappt auf. Wenn man es auseinanderklappt, ist es zu. Das ist das Modell von KUB. Ist noch richtig schön kalt von draußen. Ist nur massiver als die Hamburger 8. Ist auch breiter hier vom Bügel. Also wirklich schick gemacht. Und hier auf dem Schlüssel sehen wir natürlich auch KUB. Ne, ist der Hersteller. Und wenn es zu ist, drückt man ja einfach so einen kleinen Bolzen und dann geht das Ding auf. Gucken wir auch in einem speziellen Video uns nochmal genauer an. So, was haben wir hier? Eine Kette. Mit etwas dran. Mit einer Fußfessel. So, schönes Verpackungsmaterial. Ja, und das Ganze ist auch von KUB, quasi eine Darby-Fußfessel mit Kette und Drehwirbel. Der Drehwirbel, der ist hier so ein bisschen, da ist die Vernickelung schon teilweise ab, das ist aber nicht so schlimm. Kommt sowieso in die Sammlung. Hier haben wir eine Zahl 5 drauf, auf dem Schlüssel eine 17. Ich weiß gar nicht, ob auf der Hand oder auf der Fußfessel auch eine 17 ist, anscheinend nicht. Ja, auf jeden Fall ist das auch was Schickes. Und jetzt kommen wir noch zum kleinen Hammer. Ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich die bekommen habe. Weil das Modell habe ich noch nicht. So. Zack, weg mit der Tüte. Ja, hier haben wir nämlich eine Lederfessel von Human Restraints. Hier auf dem Schloss steht es nicht drauf. Aber wenn wir das mal aufmachen und mal auseinandernehmen. Gucken wir mal, irgendwo steht es bestimmt. Hier steht es auf jeden Fall. Human Restraints
Warnecke, Wisconsin. Aber irgendwo steht auch, glaube ich, da haben wir es. Hier steht das Modell, nämlich ein SPADL 305 aus dem Januar 2002. Ist also schon, 22 Jahre alt, das Ding. Und damit auch ziemlich cool. Das Leder, also ist alles sehr gut erhalten und auch fast unbenutzt. Sind sogar 4 Schlüssel dabei, das ist natürlich cool. 2 lasse ich dabei und 2 packe ich zu anderen, wo mir die Schlüssel fehlen. Das ist natürlich super. Ja, finde ich cool. Den Brief werde ich mir natürlich auch nochmal gleich anschauen, aber da seid ihr nicht mit dabei. Mal gucken, was da so drin steht. Und alles nochmal hier so ein bisschen zusammengebrummelt. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.